Hey, hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Oh, cool. Final Fantasy IV, The After Years für die PlayStation Portable. Im letzten Part haben wir Edge's Tale begonnen und da speziell Sangetsu's Mission und sind jetzt in so einem Mindpath. Oh Gott. Nee, das ist mir. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt irgendwie nicht so witzig. Ich hätte nicht fliehen sollen. Die hätten mich wahrscheinlich wieder zurückgetodet. Ich weiß auch nicht, ob es gerade wirklich so sinnvoll ist, hier jetzt noch weiterzulaufen. Ich könnte mich jetzt töten lassen und dann halt laden oder halt... Nee, tenten will ich echt nicht. Todet mich doch mal an, ihr Nudels. Danke. Nein! Komm schon, todet mich an, bitte. Nein. Tod. Ja. Ja. Nein, ich wollte doch gerade fliehen. Ja, nein. Ah, ah. Boah, das ist ja eklig. Hä? Hier ist nicht Ende, wenn man stirbt. Sondern man verliert den Charakter. Oha. Das ist interessant, aber natürlich lasse ich das nicht auf mir sitzen und werde laden. So, Leute, da bin ich wieder. Im Mindpath. Und diesmal lasse ich mich hier nicht vertoden. Vertodogern. Von diesen Wix-Kackeln. Ja, wir müssen natürlich jetzt nochmal die ganzen Shitties hier einsammeln, was aber theoretisch nicht das größte Problem sein sollte. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob ich hier unbedingt... Keine Ahnung, ob ich hier unbedingt kämpfen sollte. Ich meine, ich sollte ja eigentlich leveln, aber es ist gefährlich. Es ist wirklich gefährlich. Und ich habe nur einen Potion. Ich habe ja kein Geld für irgendwelche Items und ich konnte ja nicht mal bei leichten Gegnern trainieren oder so. Das wäre jetzt ein bisschen abartig. Okay, Spiel hängt, Spiel hängt, Spiel hängt. Nicht mehr, danke. Nicht mehr Level up. Uff, die Tail könnte ganz schön schwer werden, habe ich so das Gefühl. Vor allem, weil ich halt wirklich nicht sterben darf. Sonst muss ich immer wieder den Emulator durchstarten. Beziehungsweise das Spiel halt. Weil wenn man hier tot ist, ist man halt tot. Und das ist irgendwie scheiße. Und das ist irgendwie nicht ganz schön scheiße. Nein. Nein. Danke. Oh, ein Level aufgestiegen. Ja. So, hier unten gab es auf jeden Fall einen Schatz. Cottage. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und noch ein Schatz. Sehr gut. Oh, Javelin. Das ist eine Waffe. Ein Schwert. Ich glaube, jeder dieser vier Ninjas kann halt normal Katanas tragen und dann kann, glaube ich, jeder noch so eine Spezialwaffe tragen. Also einen anderen Waffentyp, jeder einen bestimmten. Ich glaube, er kann halt Speere tragen, wie man sieht. Ich glaube, Gekku konnte Äxte tragen. Tsukinova, glaube ich, Dolche. Und ja, keine Ahnung, Isayoi dann wahrscheinlich Schwerter. Ja, aber, na ja, doch, stimmt, Schwerter sind nicht gleich Katana, das stimmt schon. Könnte sogar echt sein, dass die dann ganz normal Schwerter tragen kann. Je ne sais pas. Parfait. Flash erlernen, das ist... Okay. Das ist gut. So, welchen Weg gehen wir jetzt als erstes? Als erstes will ich hier lang gehen. Und dann ganz unten lang. Okay. Scheint zumindest so, weil da eine Truhe steht. So, ja, weiß ich gerade wieder gar nicht, was ich sagen soll. Das ist immer so mein Problem, kennt man ja während der Kämpfe habe ich immer so meine Probleme, meine Kommentierprobleme. Das ist bei After Years echt zu einem großen Problem geworden. Tatsächlich ist es bei anderen Final Fantasies nicht so gewesen und wird auch nicht so sein in der folgenden kommenden Final Fantasy Let's Play Reihe, aber hier bei dem Spiel ist es irgendwie so. This is really sad. Tis is reali satt. Ja, und dann entsteht sowas. Ist ja guti. Ach, Schloch. So, ich hätte jetzt... Natürlich hätte ich erst oben lang gehen sollen. Für einen Äther, das ist gut.
Ich finde seinen Bart cool. Besonders in seinem Charset, wie der einfach da so halt ist, der Bart. Ich finde das cool. Das ist Stil. Moment, der Trident ist doch ein Dreizack, oder? Oh yeah. Direkt die nächste Waffe für ihn gefunden. Ich bin froh, dass ich vorhin kein Geld hätte. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich echt Waffen gekauft. Was natürlich entsprechend blöd gewesen wäre. Ah, die bringt schon ganz gute EP hier. Ich glaube, hier kann ich doch noch ein paar Level aufsteigen. Ohne große Mühen. Au. Au. Danke. So, dann werde ich wahrscheinlich gleich, bevor ich den Teil hier fertig habe, vielleicht sogar mal kurz ein bisschen leveln offscreen. Wäre vielleicht gar nicht mal so die schlechteste Entscheidung. Wobei ich momentan noch ganz gut durchkomme. Oh, sehr gut. Ich war nämlich kurz davor, mich gerade zu heilen. Nee! Kein Toadgar für mich. Ah, das ging schnell. Ah, the journey home will be a difficult one, as I suspected. Ach ja. Das hier wird doch wahrscheinlich nie, nie von uns gehen. Oh nein, nicht Auto, oh Gott. Ich hatte meine Hand gerade nicht am Controller. Was ist ein Flash? Oh nein, nein, nicht doch Auto, oh Gott. Ja, mach schnell den Shot fertig. Ich will einfach nur wissen, was Shot, Flash ist. Oh, das ist nicht gut. Ist... Hm? Oh, ich dachte, das wäre was anderes. Okay. Cross is blind. Nee. Schock. Ich bleib bei Schock. Wobei es nicht viel mehr Schaden macht als normaler Handkampf, oder? Nee. Nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Ich darf jetzt nicht sterben, okay? Sonst muss ich den ganzen Shit nochmal machen. Wirklich den ganzen. Nee. Ich meine, an sich war es jetzt nicht so viel, aber... Wäre schon gut, wenn ich es nicht nochmal machen müsste. Doch, nicht. Das sieht bisher ganz gut aus, glaube ich. Ich war zwar einmal schon ziemlich weit unten, aber... Bin ich ja jetzt gerade nicht mehr. Ha. Ah. Weil ich will nicht, dass die hier wegsterben. Oh. That monster was far stronger than anything else I've encountered here. I have no time to spare. I'm coming, Master. Schon geschafft? Ah. Ah. Full Moon! Which character would you like to play? Gekko. Na, ja, machen wir danach die Bandfrau. Gekko's Mission. Oh je, ein Krater. I came here to investigate the falling star I heard about. But what on earth is this? It just seems straight off out of a nightmare. And this putrid air, it's as if the earth itself is deceased. I don't even want to imagine what would have happened had this meteor struck a town. Oh. Oh. Hier, wo das Grab entsteht. Oh, macht Gekko das Grab? Was Yang und Ursula dann später finden, das wäre cool. Und die Monks halt. Monks from the pool. Hold it, you there, who are you? Even if I told you, you wouldn't understand. What? Don't even bother, it's with you. You will not insult us. You've earned our bodies under the mighty Master Yang himself. I did warn you. Stop! Oh yeah. The girl, who is she?
I don't know. I don't know. Speichern. Komm, wir schaffen noch Gagwiz Mission hier. Wenn das auch wieder nur der kleine Krater hier ist, schaffen wir das. Okay. Einmal hier mit Potion, das ist gut. Ich habe leider mein High Potion nicht mehr. Who are you? I'm just a peasant traveler. Save my brothers. Come on, don't try to speak. Like you. Forgive me. I hope you rest in peace. I'm sorry, but I have a mission to fulfill. I must return to Avalon alive, no matter what. Und ja, da ich gerade Crescent X gefunden habe, vermute ich mal, dass er wirklich Äxte tragen kann. Ja. Hui! Oh nein. Oh Gott, ein erster Kampf. Oh nee, 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 das ist nicht gut. This is actually not good. Come on, come on, come on. Nein! Oh Gott! Bitte, 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 bitte. Danke. Okay, jetzt brauche ich hier keine Angst mehr zu haben. Die machen keinen Schaden und sterben schnell. Aber geben Erfahrungspunkte, das ist gut. Wenigstens etwas. So. Ich glaube, ich habe da unten gerade noch eine Truhe gesehen, oder? Da, wo ich gerade einfach vorbeigegangen bin, kann das sein? Ich finde Gecko übrigens cool, wollte ich nur mal so angemerkt haben. Seine Beine auseinander macht er. Yeah! Jetzt fängt es wieder an mit alle drei Schritte hier im Kampf. Das habe ich gerade echt nicht vermisst. Vor allem, weil es gerade auch einfach mal eine Zeit lang besser war und jetzt wieder nicht mehr. Der Kampf ist mir zu schwer. Kenpogi! Ja, da unten war ich noch eine Truhe. Dann gehe ich nochmal zurück. Den Preemptive Strike nutze ich aus. Die Erfahrungspunkte kann ich, glaube ich, gerade gebrauchen. Ich hoffe, hier kommt vom Boss auch wieder so ein Healing Pot. Falls nicht. Oh, ey, es ist jetzt gerade wirklich wieder ganz extrem. Das war gestern, geht's sogar nicht so. Und am Anfang von Gecko gerade auch nicht. Da war ich echt glücklich. Nein, 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 noch nicht. Stopp, zurück, bitte. Danke. Na gut, die Kämpfe werde ich gerade machen können. So, dann hole ich mir hier schnell die Truhe. Das war knapp. Steel Headplate, das klingt auch gut. Den Kampf kann ich machen, der ist nicht so schwer. Das sind nur 4 Angriffe, die halt instant killen. Und gute Erfahrungspunkte bringen für den Anfang. Den Kampf mache ich auf keinen Fall. So, aber... kommt schon! Jetzt fängt es echt wieder an mit allen 2 Schritten hier in Kampf, oder was? Das ist jetzt echt ein bisschen übertrieben. Es kratzt dann immer so ein bisschen an meinen Nerven. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Das war doch gerade bei Stan geht's so nicht so. Wieso ist es denn jetzt bei Gecko wieder so? Was hat Gecko euch denn getan? Ich meine, ich wollte gerade nur wieder einmal zurücklaufen und habe allein auf dem Weg irgendwie 6 Kämpfe oder so gehabt. What the fuck? 7. Wahrscheinlich habe ich mich verzählt, aber... Maidens... What? Come on. Das ist ja gerade... Gerade wirklich schlimm. Danke. Oh Gott, bitte. Es ist genügend. Es genügt.
nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ohne Scheiß jetzt. Was ist denn los? Nein, 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 das war... Was für eine Verschwendung. Was für eine blöde Verschwendung. Mensch, schön, jetzt ist der tot, aber ich kann die anderen nicht umbringen, weil ich keine MP mehr habe. Leute, bitte. Es ist wirklich genug. Jetzt ist ja wirklich alle drei Kämpfe, Schritte einfach in Kampf gekommen. Warum geht denn das jetzt wieder los? Und ich freue mich schon drauf. Wenn Edge wieder dabei ist, greifen wieder alle Gegner Edge an. Es fängt jetzt wieder an mit diesem typischen Werfter hier, das Ding, die so dermaßen schlecht programmiert sind. Aber okay. Die Story ist cool, die neuen Charaktere sind cool. Dieses alte Charaktere wieder treffen, alte Charaktere, alte Orte wieder treffen, neu besuchen, alles sowas. Finde ich an sich ganz cool. Ist ein bisschen Recycling, aber trotzdem cool. Aber dazu immer neue Orte, neue Dinge, neue Charaktere, neue Gegner, neue Bosse teilweise auch. Aber das ist alles cool in diesem Spiel. Aber was ist denn das für eine schlechte Programmierung des Kampfsystems? Es ist einfach, als hätten sie das alte Kampfsystem einfach kopiert, was scheinbar der auch so ist, die neuen Charaktere eingefügt und dann irgendwas falsch gemacht. Wahrscheinlich in der Bearbeitung der neuen Gegner oder so. Haben sie irgendwas, oder, keine Ahnung, irgendwas in ihrem RNG oder wo drin auch immer, keine Ahnung, irgendwas stimmt hier einfach nicht. Irgendwas ist hier einfach falsch. Ich meine, es ist nicht... Ich würde nicht mal unbedingt so weit gehen und sagen, irgendwas ist ja einfach schlecht gemacht. Ich würde einfach sagen, irgendwas ist hier falsch gemacht. Weil das kann doch so nicht gewollt sein, das kann doch so nicht richtig sein. Falls doch, dann what? Jetzt muss ich mal langsam gehen. Hier sind jetzt gerade so viele Sprungplattformen, dass ich gerade gar nicht mehr weiß, was könnte jetzt richtig sein. Das bringt mich auf jeden Fall zu einer Truhe. High Potion, das ist gut. Ja, jetzt muss ich hier oben lang. Und dann auf keinen Fall nach da. Ja, wobei doch, da komme ich... Hier geht es auf jeden Fall zu einem Speicherplatz. Hier werde ich jetzt auch tenden. Auf jeden Fall. Also vielleicht kriege ich gleich wieder so einen Shit, aber... Nee, diesmal tente ich. Das ist ja... Vielleicht bekomme ich hier gleich wieder so einen Topf, so ein Fass-Ding, aber... I'm not gonna risk this. So, wir machen jetzt auf jeden Fall schnell noch die Gekkos Mission hier fertig und dann... wird der Part auch beendet. Ich möchte jetzt keine unnötigen HP mehr verlieren, ehrlich gesagt. Da habe ich das Tent wieder, das ist gut. Okay, machen wir. Machen wir ihn einfach. Und wenn jetzt nochmal Schleims kommen, so eine Feuerschleims, werde ich die nicht besiegen, weil ich mir die Flame MP ganz gerne für den Boss aufheben würde. Damit der so schnell wie möglich fertig ist, damit ich hier nicht sterben soll. Auf keinen Fall. So, hüpf. Will ich jetzt noch darüber springen oder will ich es nicht? Ich weiß es nicht. Ich gucke es mir mal an. Vielleicht sehe ich da eine Truhe oder sowas in der Art. Falls nicht, könnte es auch sein, dass ich dann einfach den ganzen Umweg nochmal gehen muss und so eine Menge Gegner bekomme und Zeit verliere. Hier ist eine Truhe. Oh, ich kann sogar ganz normal so zurückgehen. Oh, wie nett. Übrigens bin ich schon echt gespannt auf das FF1 und FF2 LP, muss ich ehrlich sagen. Ich habe FF1 bisher nur theoretisch durchgespielt, sagen wir mal. Also, ich kenne das ganze Spiel, habe das Ganze gesehen und im Kopf nachempfunden, aber niemals so komplett selbst gespielt. Und Teil 2 ist eigentlich mit einem Final Fantasy, was mich mit am meisten interessiert, weil auch wenn es mit die schlechteste Kritik bekommen hat, also die schlechtesten Bewertungen, so wie ich das mitbekommen habe, interessiert es mich total, weil ich habe den Anfang da gespielt, dieses mit dem, man bekommt Begriffe und mit den Begriffen kann man dann mit Leuten reden, so erfährt man neue Dinge und so, so geht es in der Story voran. Dann die Charaktere finde ich bisher, ehrlich gesagt, persönlich total interessant. Den Anfang da, wo man niedergeprügelt wird und dann bei der Rebel Army wieder aufwacht und sowas, finde ich an sich übelst cool und hat meiner Meinung nach total Potenzial für eine coole Story, aber... Irgendwie hat es schlechte Kritik bekommen. Da bin ich gespannt. Und der Hauptbösewicht, der Emperor. Den finde ich auch cool. Den fand ich auch in Dissidia schon so cool. Wow. Why do you insist on following me? What did you expect? We've got to avenge our brothers. Don't do it. Avenge.
That's right. Incomprehensible. What is? Abandoning your sole chance to survival like at survival like this. She's right. Don't be so hasty in throwing away your lives. Oh, ich hab seine Sunko gerade vergessen. As monster for Bool, we have our honor to uphold. Honor? I've never heard of such a thing. Our honor's our pride, the pride of a Bool. What is it that makes you want to die so fervently? This is over. Don't lose hope. Great. Come on, Gekko. What are you gonna do now? Ich glaube, wenn ich hier reinjoinen würde. Also, sorry, ich wurde gerade von meinem Vater unterbrochen. Vielleicht habt ihr die Tür aufgenommen, deswegen habe ich kurz gecuttet. Würde, glaube ich, nur dafür sorgen, dass Gekko dann stirbt, deswegen. Nein. Ja! Such a waste. The interdimensional elevator launch is going to fall behind schedule. Oh. Interdimensional elevator? Ja, das gab es echt von Gekko. Cool. Finde ich echt cool, wie sich das so ein bisschen verknüpft hier. Monks of Bool, I don't know how to apologize to you, but I have my own honor to uphold, the honor of Eblon. I will atone for this lecture, after I preserve my own honor. Das war richtig. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Waning Moon. Jetzt mache ich Sukinova. Which character would you like to play, Sukinova? Sukinova's Mission. Lucidia, okay. Den Teil kenne ich aus einem Video. Zumindest den Anfang hier. Well then, that's all for today, kids. Yes, Professor. See you all tomorrow. Remember to eat a good meal and get a good night's sleep, okay? Yes, Professor. Lapin? Achso, Lapin. Yeah. You weren't paying attention to me today either, am I right? Sure, I was, really. You've been living in Mysidia for a very long time now. Are you honestly sure you're interested in studying the art of magic here? Of course I am. I have a hard time believing that. You're just saying that because I'm not from here. What is it? It's a child. Oh, he's alive. He's still breathing. Give him some cure, hurry. Right. No, I didn't mean it like that. Oh, Lady Porum. How many times do I need to tell you, Professor? You don't have to call me Lady. But... Never mind. The Elder's waiting for you in the Hall of Prayer. The Elder? Yes, he wants everyone there at once. Understood, ma'am. Right away, ma'am. You're Lapin, right? Yeah. You're hiding something, aren't you? So you noticed? I've got a toad inside my pocket. Is that all? Well, actually, I've got some gizzle greens that I stole from the field as well. I hope that's it. That's all, I mean it. What? What? I didn't do anything.
You sound just like him. Huh? Nothing. Make sure you give back those vegetables, okay? Okay. The white mage can't be trifled with. I'd better watch out around her. Ist es jetzt Lapin, der nur... Also war sie jetzt immer Lapin oder spielt sie jetzt gerade Lapin? Das ist mir jetzt gerade unklar. Naja, jedenfalls cutte ich an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und Russi.